Ja, im letzten Video hatte ich leider ganz am Schluss mal wieder Nasenschnaufen da drin und Schnauben und so. Und wir sind hier im Prinzip auch fertig. Wir haben die Leute nur noch nicht zugewiesen. Ich wollte noch dieses verflixte Mutterbären aufstellen, damit die Leute zu arbeiten haben. Das muss sein. Können hier nicht rumeiern. Moment mal, die haben wir. Oh, haben wir Mais. Meine Güte. Wir schleppen mal alles mit uns rum. Oder was? Oder haben die das erstellt? Moment. Hier ist da noch was. Das stellen wir doch einfach hier so hin. So. Hier noch eine Reihe. Ups, da ist ein Pfeiler. Hier können wir auch noch was querstellen. Stellen wir einfach quer jetzt. Ne? Geht mal aus dem Weg. Oh Mann, oh. Nicht dazwischen latschen. Ich muss hier noch was hinstellen. So. Alleine machen die das ja nicht. Wenigstens die Leute beschäftigen. So. Da. Wird das jetzt hier richtig viel mit Bären geben. Oh, 5.378. War das alles? Ach, ich kann nicht mehr pflanzen. Okay. Ich will jetzt nicht noch Waffen auf den Boden schmeißen. Dann laufen die anderen eben in der Gegend rum. Wo war der da oben, ne? Okay, was haben wir denn? Stellen für Arbeitslose. Landwirtschaft zuweisen. Und zwar alle. Wir haben auch gar keine Wachen. Deswegen sind wir aber eigentlich nicht hierher gekommen. Ich will mal sehen. Farmer, zwei Karawanen. Ist doch gut. Reicht doch erstmal. Ja, du Nick, wir gehen jetzt weiter. Komm. Ach halt, die Waffe muss noch geändert werden. Wo ist mein... Hier ist das Teil. Wo sind die? Die habe ich doch hier irgendwo reingestellt. Sag mal, habe ich das auch nicht gemacht? Was habe ich denn überhaupt gemacht? Was stehen die hier? Ah ja, habe ich sie in die Ecke geschoben. So, wir gucken jetzt nochmal, dass wir die Automatik hier wieder rauskriegen. Ja, ich muss nur die Automatik rausnehmen, weißt du? Das passt so nicht. Behärteter Panzerbrenner. Nein, das ist kein Automatik. Wir müssen mal gucken, ist der kalibriert? 54, die haben wir alle nix. Ja, da verlieren wir wieder so viel Kraft. Ja, es wird zwar nichts, wenn das Ding hin und her wackelt, ne? 52, 45, ist alles Automatik. 45. Auch alle komisch kalibriert. Behärtet. Ja, das bringt nichts. Also machen wir hier unten den verbesserten Verschluss, würde ich sagen. Oder den kalibrierten. Nee, dann den verbesserten. So ist es gut. Ja, muss man mal kurz da oben ändern. Tja, ist nicht viel, ne? Ja, ich dachte, die Automatik bringt was, aber die Waffe wackelt zu sehr. Oh, was ist jetzt passiert? Moment. Okay, so müssen wir sie lassen. Ja, so lassen wir sie. Die andere lassen wir so. Wo ist denn meine Rüstung? Da. So.
So, habe ich gespeichert. Jawohl, habe ich gespeichert. Das heißt, unsere Waffe ist wieder eine Einzelschuss. Ja, und dann springt er nämlich auf die legendäre Zeitlupe. Und genau das ist das, was wir brauchen. Das kriegen wir mit der. Komm, es geht los. Wir wollten was lange wert spielen. Ja, und wir müssen von hier nach. Offenbar nach dort. Ja, oder ein Stück weiter runter noch. Dann wäre das hier. Okay, das heißt. Oh, dann könnten wir direkt nach. Ja, gut. Wir gehen jetzt mal dorthin. Komm, geht weiter. Oh, ich bin ja halb blendiert hier. Moment, ich muss noch was essen, schnell. Bevor ich hier losstapfe. Etwas 105 TP, maximal TP. Und da haben wir noch nicht mal Rad. Ja, das ist auch gut. Da auch kein Rad. Hier haben wir wieder AP. Dann esse ich das mal. Und eine davon. Das wäre gut. So, komm. Ich bin gut genährt. Ja, Nick braucht ja keine Nahrung. Latschen wir mal hier so durch die Gegend und gucken mal, dass wir auf das Ziel zu steuern, würde ich sagen. Ich glaube, wir schweifen mal ein bisschen vom Bogen ab hier. Wir müssen da mal irgendwie zwischendurch oder so. Ups. Da sind Bälle, aber die heben wir jetzt nicht auf. Ich glaube, das ist Gummi, ne? Oh, eine Hutblume nehme ich mit. Bist du da? Nö. Wir müssen da lang. Jetzt müssen wir plötzlich da lang. Moment. Ja, sieht kurz genauso aus. Da jemand Anwesen Bewegung entdeckt. Seltsam. Ich habe sie. Ja! Geht? Ja, allein. Was ist das? Müssen wir hier rein etwa? Nein, wir müssen da ein Stück rüber. Ich guck mal hier nach Kronkorken und Munition. Bömsche. Das Gewehr lasse ich liegen. Komm, wir gehen hier rum, nicht bei den Mutanten vorbei. Da müssen wir lang, ne? Wir sind schon da. Wir müssen tatsächlich hier rein, oder? Wir sind schon da. Hier, was ist das? Das sieht nach einem Polizeirevier aus. Hier sind Gefängnistüren. Irgendwo doch eine Möglichkeit sein. Aber hier waren wir doch schon. Waren wir hier nicht drin? Gute Frage, ne? Komm, wir gucken mal da oben. Vielleicht ist das Zeug, was wir suchen, da tatsächlich. Wir müssen Nummer 2 haben. Jo, Moment, ich will nur mal hier gucken. Oh, naja, dann können wir das ja auch mitnehmen. Das ist Kleinkram. So, der Kronkorken. Ich komme hier nicht durch. Moment. Nein, komme ich nicht durch. So, Telefon. Ah, hier liegt ja noch so ein Knüppel. Und da ist doch Nummer 2. Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge.
Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Aufgepasst. Ich würde, wie läuft's mit der Jagd nach Eddies Bändern? Haben Kampf gewollt. Ich bin noch auf der Suche. Lass mich einfach wissen, wenn du sie gefunden hast. Ich was hören. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ja, wir mussten gerade gegen die Mutanten da kämpfen, das ging nicht anders. Das ist halt der Weg. Wir haben auch ein 10. Band zu besorgen. Ich sehe gerade, da hinten wird auch gekämpft, aber das kriegen unsere Maschinengewehre schon hin. Hey, unsere Kuh läuft weg. Nicht weglaufen. Komm mit, komm. Ich passe auf dich auf. Ja, mach wackel mal mit den Ohren. Na los, wackel mit den Ohren. Komm,
kommst da so schlecht rein, ne? Warte mal, wie kriege ich dich denn da jetzt rein? Die ist abgehauen. Nur wie kriege ich die da rein? Ist eine gute Frage, ne? Moment, das ändern wir. Das müssen wir ändern. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir kriegen jetzt unsere Kuh nicht wieder in unseren... Das können wir aber schnell machen. Das geht, glaube ich, gut. Moment, der kommt hier rüber. Nein, so. Ja, lauf nicht weg. Ich mache dir gerade ein Tor. Dann kannst du... mal, kannst du da reingehen. Siehst du? Ist doch gut, ne? Ja, geh ruhig weiter. Ich mache ein Tor davor. Dann kannst du mal abhauen, wenn du willst. Aber wiederkommen, bitte. So, mal gucken, ob das passt. Aber es könnte schwierig werden. Ja, doch, es könnte schwierig werden. Moment, ich brauche ein halb hohes, was wir hier so dran machen könnten, wenn wir könnten. Immer sind irgendwelche Teile im Weg. Das weiß man doch gar nicht vorher. Ist da noch eine Muku? Das sieht so aus. Hinter der Mauer. Hallo Muku. Moment, wo steckt die denn? Oh, Moment. Ich würde sagen, etwa hier. So. Hm? Komm. Komm durch. Hallo. Komm. Ja, so ist es gut. So, gleich wieder einsetzen. So, du müsstest du ja auch noch durch. Oh, jetzt haben wir zwei hier. Sehr schön. Und hier machen wir jetzt... Entschuldigung, aber meine Nase läuft. So, und jetzt mache ich hier nämlich... Moment, da habe ich jetzt das dran. Dann können wir doch eigentlich schon diese Dinger da anhängen. Nee, andersrum möchte ich das haben. Nee. Ich will das andersrum haben. Komm nicht rein. Jetzt stehe ich auf der Kante. Wacker, wacker, wacker. Hops, ja, so. Moment. So, ich möchte eine mache ich jetzt hier, dann muss die nächste einfach da rein. So. Der kommt jetzt hier raus. Kommt hier hin. Nein, du sollst da andutschen. Komm, dutsch an. So. Das geht aber auch wieder nicht. Moment. So, muss ich nochmal gucken. Dann müsste ich die rausnehmen. Wäre natürlich auch blöd. Hä? Nein, dreh dich mal um. Ja, so. Bitte, so rum. Du auch, bitte, bitte, bitte. Ja, super, das wollte ich haben. Mehr wollte ich gar nicht. So. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Dann machen wir das nämlich von hier aus. Mit der Tür. Da ist sie schon, die ist aber sehr hoch. Morgen ist sie hoch. Na gut, aber ist egal. Hauptsache die Kühe können raus, wenn sie raus wollen. Die Tür war hier, ne? Oh, das sind nur die Mücken. Machen wir überhaupt keinen Kopf über. So, wenn ihr raus wollt, müsst ihr halt hier rauslaufen. Das ist doof. Das sieht doof aus. Was ist denn, wenn ich von da oben eine kleine Wand runter mache? Aber dann kommt das nicht mehr hin. Das wäre... Nee, das geht nicht. Es muss reichen für den Anfang. Tür auf, so. Moku flüchtet, Moku macht zu. So gut, reicht doch. Moment, doch mal auf. Und du auch. Ja, komm, auf. Was ist denn, wenn wir da noch einen Gang oder irgendwas hinkriegen würden? Ein Übergang. Ich hätte hier die Lösung vielleicht. Moment. Vielleicht können wir das ja irgendwie in den Boden stecken. Das kann man nicht. Nee. Das geht mit diesen nicht. Nee, das geht mit diesen nicht.
Ich brauche Beton. Moment, Beton. Kann man doch in den Boden stopfen. So. Genau. Dann ist das ein kleines Stück hoch. So. Wollt ihr hier durch? Ah ja. Nein. Du sollst da so dran. Genau. Jetzt würde ich ganz gerne versuchen, ob wir dieses Dach da irgendwie mit Schrägen reinkriegen. Nee, das geht nicht. Also machen wir eine Treppe rein. Fertig. Nee, die Treppe geht auch nicht. So eine Kuh. Ist auch eine Treppe. Moment. Wir haben auch keine Schrägen oder irgendwas, ne? Ja, Moment, du musst über eine Leiter, meine Liebe. Boku, du musst über eine Leiter. Das geht nicht anders. Das ist doof. Das muss ich später bearbeiten. Komm, geh zu. Das gefällt mir noch nicht. Wie sind die denn überhaupt rausgekommen? Die müssen durch die Tür gelaufen. Komm, jetzt müssen wir weiter. Sonst wird es nämlich dunkel. Wo ist denn unser Ziel? Moment, ich sehe das Ziel nicht. Wir müssen... Wir sind dort. Nein, falsche Richtung. Komm, wir müssen über die Brücke hinten. Kommst du? Ja, ich bin mit Nick unterwegs, wie ihr seht. Und wir suchen das zehnte Band. Zehnte Eddie Winters Band. Dann weiß ich nicht, was weiter passiert. Es gibt insgesamt 10 Stück. Haha, Kronis, da liegen sie, sie glänzen. Jupp, meine. Und noch einer. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Nee, würde ich auch so sehen. Noch jemand, der was auf die Mütze haben will? Naja. So. Nö, das brennt nicht. Oder nicht mit der Waffe, das kann auch sein. Müsste auch eigentlich schon abgefackelt sein. So, da hinten ist das Büro, wo wir hin müssen. Bin ich mal gespannt, was das wird. Das ist nämlich etwas, was ich tatsächlich noch nicht kenne. Und ich habe das Spiel ja nur wirklich schon 1000 Mal rauf und runter gespielt. Naja, nicht 1000 Mal, aber mindestens 10 Mal. 8, 9 Mal. Da hinten sind wieder Räder. Schnappen wir uns. Ja, das ist das, was fehlt, ne? Das ist diese legendäre Zeit. Warst du das? Was hast du eigentlich für eine Waffe? Du hast eine 45er Dingsbumswaffe. Ist hier noch was? Hm. Moment, ich muss die Chronis einsammeln und die Munition. Dachte ich mir schon. Auch schon wieder ein Siegler, der in den Raum musste. Irgendwas brummt hier. Oh, nee, da gehen wir nicht hin. Grundkorken. So, ja, dann lass uns da mal reingehen in das Büro. Kommst du? Okay, du hast dich gerade verraten. Wo steckst du? Oh, jetzt geht's ab. Ja, meinst du?
Ja, ist aber abgegangen, hast du auch gesehen, ne? Eine eiskalte Machete aber jetzt. Ja, ja. Und eine Splittergranate. Super. Haben wir noch ein paar Kronis auf dem Boot liegen. Tja, nö, sieht nicht so aus. Komm, nee, bleib hier. Wir müssen gehen vorne rein. Wir melden uns an. Kritischen Empfang. So. Das sieht so aus, als wenn wir da rein müssen. Mal gucken, um sicher zu gehen. Hier müsste das 10. Band sein. Von Eddie Winters. Kommst du jetzt? Ach Gott, du kommst automatisch. Da gemacht. Da ist nichts mehr. Wer? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich hab schon erledigt. Dein. Wer ist da? Das sag ich dir nicht. Ich werd verrückt. Was zum? Ich will auf jeden Fall. Die ganze Aufregung wegen nichts. Da ist auf jeden Fall einer und da hinten ist einer. Komm, wir gehen erstmal hier gucken. Eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon. Oh, das ist ja noch auf. Das muss ja echt eine verdammt üble Meinungsverschiedenheit gewesen sein. Komm schon her, du Wichser! Nö, warum denn? All dem Zeug hier könnte man ein tolles Wochenende haben. Oh, hier ist also Ding. Genau, das nehmen wir mit. Das haben wir. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Das weiß ich nicht. Sperrenexperte, ich hoffe, ich kann das. Das müsste aber eingehen. Das ist, glaube ich, Rad X oder so. Ja, da. Jo, Munition. Jetzt habe ich den blöden Revolver, will ich nicht. Nein, das können wir mitnehmen. Wir haben ja nur 100 weniger, weil wir haben ja Nick dabei. Moment, da schmeiße ich jetzt die Planke noch rein. So, den. Wachstock. Ja, können wir immer noch ablegen. Die Mine ist ja auch nicht. Naja, das geht. Nö, das geht. Kleidung. Wie sieht's mit Kleidung? Haben wir Kleidung aufgegriffen? Ja, den Harnisch, aber mehr nicht. Gut. Nachladen. Kronis. Nein, komm, nehmen wir ruhig mit. Ja, ich bin ja unterwegs, schon mach ich ja nicht so Druck, ey. Da krieg ich ja Histaminintoleranz von. Ja. Hier platzt doch sowieso immer nur aus allen Nähten. Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Ja, würde ich auch sagen. Das war gut, dass wir das wieder geändert haben. So, was habt ihr noch? Simpack und du? Okay. Da unten scheint das zu sein. Gut, jetzt hoffe ich nur, dass wir hier keine mehr haben. Das haben wir ja durch unser Krach jetzt hier. So. Ich glaube, die können ihre Kaution vergessen. So, sieht so aus. Ich habe einen Schlüssel offenbar. Schlüssel, ja, das ist schon mal gut. Moment, da sind noch Kronkorken. Ne, wir müssen hier hin. Da hinten ist sie. Aber hier liegt noch einer. Ja, die nehmen wir bitte die Kamera auch. Da unten ist noch eine Kiste. Moment, komme ich da nicht ran? Aber da ist doch eine Kiste. Ach so. Okay, da ist noch Kronkorken. Jetzt hoffe ich nur, dass hier keiner reinkommt. Wir müssen mal erst gucken. Nö, das brauchen wir nicht.
Ja, wir haben überall Kronkorken durch unsere Skillung. Das ist das Schöne daran, weil da ist ein technisches Dokument. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Wir könnten hier sicherheitshalber noch mal gucken. Hier scheint keiner mehr zu sein. Ich gehe noch mal Wasser trinken. So, hat funktioniert. Ah, hier ist auch noch was drin. Ups. Männerklo. Warum wird das abgeschlossen? Wegen dem Abraxo. Naja, gut. Okay, machen wir es nicht so spannend. Ich würde sagen, hier müssen wir nämlich irgendwas finden. Theoretisch jetzt so. Beweismittel-Terminal. Winters Holoband-Aufzeichnung. Winters Informanten-Aufzeichnung. Ah. Ich gucke erstmal die anderen, ob da noch was mit ist. Ja, oh, das sind irgendwie Asservatenkammer und so. Das haben wir nichts eingesagt. Gut. Macmillions haben wir auch noch. Der hat wohl gesoffen. Keramikbehälter. 80 Stück. Ja. Blacks Aufzeichnung Selbstmord. 10 mm. Ja. Gut, kommen wir zu dem interessanten Teil, würde ich sagen. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Holoband. Numero 8. Das haben wir doch längst. Muss ich jetzt noch woanders hin? Wir haben doch 8 schon. Nummer 10 brauchen wir. Das schickt uns jetzt nicht noch wieder quer durchs Gelände, Mensch. Schnelle Aufnahme der beiden Zeugenschutzbucker. Fragen Eddie Winters Jungshäufchen einer Jennifer Lenz aus Südboston. Habe den Namen überprüft und herausgefunden, dass sie die Verlobte von Nick Valentine ist. Entschuldigung. Einem der für die Operation Wintersende eingesetzten Detektive. Bei vorgesetzten schneller Aufnahme der beiden in Zeugenschutzprogramm oder zumindest in Kenntnissetzung über Gefahr beantragt. Allerdings wurde der Antrag abgelehnt. Die hohen Tiere wollen die laufenden AADTSL-Ermittlungen nicht gefährden. Haben wir jetzt alles erledigt oder nicht? Ich glaube, jetzt sollte ich doch mal mit ihm reden. Vielleicht hat er ja noch eine Info. Hey. Aufgepasst. Schieß los. Wobei kann ich dir helfen? Also. Was meinst du? Nach dir. Was? Nach mir? Ist zwischen dir und mir alles in Ordnung? Es gibt hier draußen nicht genug Leute, die für das Gute kämpfen. Ich freue mich sehr, einen dieser Menschen kennengelernt zu haben. Das ist schon mal was. So. Das ist erstmal alles. Wie du meinst. Aber wir haben immer noch nicht, was wir suchten. Aber ist das jetzt noch hier zu finden? Moment, Dame, vielleicht haben wir einen zweiten Punkt im... Ah! Da unten! Irgendwas Nützliches? Ja, Kronkorken. Eine leichte Stachel... Eine leichte Hunderüstung. Die könnten wir theoretisch für Dings mitnehmen. Naja. Theoretisch. Ha! Wir haben das Band gefunden, was wir suchen, glaube ich. Jupp, das nehmen wir mal mit. Komm, geh mal aus dem Weg. Ja, raus da. Genau, so ist es richtig. Dich nehmen wir mit. Dich auch. So, was ist hier noch? Ist hier noch was? Okay. Gut, wir gucken mal in die Schränke. Hier ist noch Chronik. Jawohl. Kronkorken Vorrat. Den und jetzt nehmen wir. Nachricht an Alexander Strelnikov. Jawohl, wir haben Nummer 10. Sprich mit mir. Mein verehrter Mr. Strelnikov, ich weiß, Personen in Ihrem Berufsfeld, Diskretion wichtiger ist als alles andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich meine, kommen Sie.
Eine Kugel einmal quer durch die halbe Stadt und sie haben Ron Travios sauber weggepustet. Sie sind ein Künstler, Sir. Sind alle Auftragskiller aus Russland so gut wie Sie? Das bezweifle ich doch stark. Aber hören Sie, Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Okay. Nick? Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? Ja. Nick. Also, hast du was für mich? Vielleicht eine Tasche voller Bänder, die einem alten Ghoul gehören? Ja, die gebe ich dir jetzt. Endlich habe ich alle. Hier. Kein Witz? Tja, das nenne ich mal solide Detektivarbeit. Die sind steinalt. Aber da sind überall Eddies Fingerabdrücke drauf. Das sind die echten. Und da sind immer noch die Codebestandteile drauf. Ich lasse sie durch den alten Prozessor laufen. Ich hab's. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Der alte Kerl hat sich in der Andrew Station verkrochen. Ach, die. Bringen wir Eddie Winter zur Strecke. Da machen wir das mal. Wo ist Andrew Station? Komm, wir machen das mal hier. Du rennst ja schon voraus, Mann. Hast du es aber eilig. Der hat es aber echt eilig, du. Muss mich ja richtig sputen hier. Ja. Weil wir wetzt. Moment, da steht noch was. Das muss ich mitnehmen. Ich komme. Los, weiter. Oh, Schreibmaschine. Oh, Moment, Conny's. Na, bist du? Oh, Moment, ich muss noch mal. Ja, nun ist gut, mach auf. Hallo, ich will auch raus. Jetzt.